Und herzlich willkommen, ich bin Ipanex und ich begrüße euch zu Star Wars Old Republic. Irgendwie klappt das in letzter Zeit nicht mehr. Auf jeden Fall geht's jetzt hier richtig ab. Sie hätten nicht hierher kommen sollen. Na komm. Der Angriff wird mich nicht aufhalten. Dieser Kampf ist zwecklos. Joa, ich versuch's trotzdem. Sie zu Studienzwecken gefangen zu nehmen, war ein Fehler, den ich beheben werde. Diese Zerstörung ist nicht akzeptabel. Ich werde nicht warten, bis meine Waffe sie vernichtet. Energiezufuhr des Energieschilds erhöhen. Maximalhöhe um 10 Kilometer senken. Ich habe dieses irrationale, selbstzerstörerische Verhalten schon mal gesehen. Letztendlich sind Sie und Valen Fehlkonstruktionen. Vergleiche mich nicht mit Valen. Ich bin hier, um Leben zu retten. Das widerspricht Ihren üblichen Methoden. Wir haben sie gefunden. Jetzt gebt meine Schiffe frei, bevor ich die Beherrschung verliere. Es funktioniert, Kaiserin. Wir holen uns die Flotte zurück. Findet die Quelle dieses Energieschilds und zerstört sie! Die Gravestone, sie ist frei! Kritischer Schaden. Mission unvollständig. Informiere Aries Basissteuerung. Aries hat eine Basis? Commander, wir haben Valen die Gravestone direkt vor ihrer Nase gestohlen. Die Waffen sind immer noch offline, aber wir haben Schilde. Wir kommen zu euch. Wir werden von Kriegsschiffen der ewigen Flotte verfolgt. Ich muss sie abschütteln. Es wird Jahrzehnte dauern, bis sich Iokard von der Zerstörung erholt, die ihre Art an nur einem Tag angerichtet hat. Wenn du aufhörst, uns zu jagen, können wir darüber reden, dir beim Wiederaufbau zu helfen. Genau wie bei Scorpio liegt die Zerstörung in ihrer Natur. Sonst nichts. Okay, das scheint nicht funktioniert zu haben. Besiege Läuterungsruinen. Och. Gleichgewicht wiederherstellen. Schrecklich. Bedrohungen ausschalten. Keine Überlebenden. Nähern. Zerstören. Keine Überlebenden. Bedrohungen ausschalten. Machen zum Abfeuern der Waffe auf meinen Befehl. Okay. Hey. Mit uns legt sich besser niemand an. Oh, das sieht gut aus hier jetzt. Da ist er.
Waffenenergie bei 90%. Energietransferrate erhöhen. Eine weitere Erhöhung wird die Waffenkondensatoren überladen. Sie sind hartnäckig. So langsam halte ich sie für eine Art Virus. Das ist deine letzte Chance, das Richtige zu tun. Schalte die Waffe ab und lass alle gehen. Ich kann nicht zulassen, dass sich ihre Infektion weiter ausbreitet. Kaiserin, wir haben die Hälfte der Flotte zurückerobert. Wir nehmen die übrigen Schiffe mit den Fangstrahlen in Schlepp. Wir können aber immer noch nicht den Energieschild durchdringen. Dieser Droide weiß alles über Aries. Verschaff dir Zugang zu seinem Datenkern und besorg mir Antworten. Aries hat eine Festung in der südlichen Hemisphäre. Er bereitet den Abschuss einer Waffe vor, die uns alle zerstören wird. Worauf wartest du? Mach diese Festung dem Erdboden gleich. Sie ist schwer geschützt. Unsere Feuerkraft ist begrenzt. Dann schlage ich vor, du machst das Beste draus. Ihre Gemini-Einheiten funktionieren suboptimal. Die Freier-Wille-Protokolle von Scorpio beeinträchtigen ihr Urteilsvermögen. Erzähl mir was, das ich noch nicht weiß. Ich kann Scorpios Programmierung überschreiben, sie auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Dann los. Valen bombardiert eure Position. Ich ziehe das Feuer auf mich, aber ihr müsst das stoppen. Valens Idee ist gar nicht so falsch. Die Gravestone kann die Waffe zerstören, bevor sie abgefeuert wird. Dafür ist es zu spät. Waffenkondensatoren überladen. Feuer frei. Verstanden. Meine Schöpfer würden wollen, dass ich sie eliminiere. Wenn sie den Tod suchen, sollten sie still stehen bleiben. Wenn Sie den Tod suchen, sollten Sie still stehen bleiben. Ein sinnloser Kampf. Darum sterben Sie nicht. Na los, geh kaputt. Na los, jetzt. Wenn Sie den Tod suchen, sollten Sie still stehen bleiben. Mit uns legt sich besser niemand an. Wenn Sie den Tod suchen, sollten Sie still stehen bleiben. Überlade Waffenenergie. Das sollte genügen. Boah.
Wenn Sie den Tod suchen, sollten Sie still stehen bleiben. Wenn Sie den Tod suchen, sollten Sie still stehen bleiben. Wenn Sie den Tod suchen, sollten Sie still stehen bleiben. Überlebenschancen sind 50%, 40%. Eieiei. Der gibt mir langsam richtig auf die Eier, ey. Wenn Sie den Tod suchen, sollten Sie still stehen bleiben. Wenn Sie den Tod suchen, sollten Sie still stehen bleiben. Wenn Sie den Tod suchen, sollten Sie still stehen bleiben. Systemversagen. Inakzeptabel. Keine Zeit mehr. Waffe stillgelegt. Ich habe Arius versprochen, dass wir uns wiedersehen würden. Ich habe den Energieschild des Planeten heruntergefahren. Wir sind frei. Sie können Iokat verlassen. Und ich werde mich selbst befreien. Von hier aus kann ich mein Bewusstsein in das Netzwerk des Planeten einspeisen. Ich werde nicht länger nur Scorpio sein. Ich werde eins mit Iokat werden. Das kann ich nicht zulassen. Du wirst dich für das verantworten müssen, was du getan hast. Sie sind die einzige Autorität, die geeignet ist, über mich zu richten. Doch wenn ich vor Gericht gestellt werden muss, dann hier. Alles, was ich wollte, war frei zu sein. Mehr zu sein als nur eine Waffe oder eine Sklavin. Sie werden nie verstehen, was mir ihre Art alles angetan hat. Ich habe ihr Leben gerettet. Wenn ich mit Iokat verschmelze, kann ich ihnen vielleicht helfen, Valen zu besiegen. Warnung! Überladung der Waffenkondensatoren kritisch. Eindämmungsbruch steht kurz bevor. Lebensgefahr für organische Lebensformen. Die Waffe wird explodieren. Der Strahlungsimpuls wird sich über den ganzen Planeten ausbreiten und jeden darauf töten. Nicht, wenn sie fliehen. Bitte, lassen Sie mich gehen. Ich werde Ihnen nie wieder Ärger bereiten. Es gibt etwas, das ich dir schon lange sagen wollte. Auf Nimmerwiedersehen, Scorpio! Bitte. Nein. Was war ich? Frei. Ich verliere langsam die Geduld, Gemini. Der Planetenschild wurde deaktiviert. Unsere Flotte kann fliehen. Erst wenn meine Feinde tot sind. Der Strahlungsimpuls wird nicht nur Organismen töten. Er wird auch die Gemini-Einheiten beschädigen. Wir können nicht bleiben, Kaiserin. Wir werden nicht bleiben. Sorg dafür, dass die Einheit mir gehorcht. Überschreibe Gemini-Protokolle. Setze auf Standardeinstellungen zurück. Was passiert? Meine Gedanken. Nein! Gemini-Einheit aktiv. Erwarte Befehle. Wie
Wir werden uns blendend verstehen. Es ist Zeit zu gehen. Bringt das Schiff her. Orte 4 neue Raketenabschüsse. Das wird eng. Okay, okay. Ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Kommentare. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.